Hi und willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Klassisch, ja. Lass mal das machen. Ich glaube, ich weiß auch schon genau, wen ich spielen werde. Wo sind die? Da, einen habe ich gefunden und... da, okay. Habe ich beide noch nicht gemacht. Gut, wir fangen an mit Toon Link, weil... Warum denn nicht, ne? Tode Teamwork. Und ihr habt ja schon den Titel gelesen, also wisst ihr schon, wer als nächstes kommt oder so. Pff. Ja, und wir starten mit dem Ticket natürlich. Mal bessere Belohnung. Gut. Tode Teamwork. Oh Gott. Sind die Charakter aus diesem Einspiel. Force Words, glaube ich. Ja, das wäre vielleicht ein guter Zeitpunkt, mal zu sagen, ich habe noch nie ein Zelda-Spiel gespielt. Außer vielleicht, ich glaube, ich habe mal The Minish Cape irgendwie angefangen, aber dann kam ich irgendwann nicht weiter. Also, ich kam wortwörtlich nicht weiter. Normalerweise nach einer Zeit irgendwie bleib nicht dauerhaft irgendwo bei Spielen stecken irgendwie. Und ja, bei dem Spiel habe ich echt versucht weiterzukommen, aber ich habe es nicht geschafft. Und ja, das ist ein bisschen doof. Und ja, war für ein Game Advance, glaube ich, das Spiel. Da war ein einziges Zelda-Spiel, das ich je gespielt habe. Ich glaube, da ist nicht so eine gute Repräsentation irgendwie von irgendwelchen Zelda-Spielen. Normalerweise, wenn man hier an Zelda denkt, denkt man mehr so an... Warum kriege ich hier wieder niemanden gekillt? Weil irgendwie so an Legend of Zelda denkt, dann so erste, was irgendwie kommt, ist irgendwie Ocarina of Time, ne? Also das ist so das Spiel, was viele so unter das Zelda-Spiel hier verstehen. Und ja, boah, das war so nervig hier, ey. Die Kombination von Level und so viel Charaktere, ey. Wie sagt mir nicht, das geht den ganzen ganze Zeit so. Boah. Ich dachte, wir würden es ein bisschen einfacher haben mit Toon Link, weil mir ist aufgefallen, Link hat sich ja sehr viel verändert. Ich bin ein Link Main so ein bisschen und eigentlich schon eher sehr viel, aber Link hat sich ja ein bisschen verändert in diesem Spiel. Also der hat nicht mehr so eine Kette zum Greifen, was Toon Link immer noch hat. Die Bomben sind jetzt ferngezündet, anstatt irgendwie auf Kontakt zu explodieren, was bei Toon Link immer noch der Fall ist. Und versteht ihr, was ich meine? Irgendwie, man hat nicht mehr diesen Wirbelbumerang mit einem normalen Link. Aber man hat immer noch den normalen Bumerang mit Toon Link. Also ja, irgendwie ist Toon Link jetzt mehr Link als Link eigentlich ist. Und ich glaube, ich muss rüber zu Toon Link switchen. Weil irgendwie, weiß ich nicht, normaler Link, dass die Kette und also was weg ist, das ist schon ein bisschen nervig, finde ich. Ja, er hat eine Kette. Habe ich wie junger Link zu spielen ist. Junger Link kommt ja aus... Oh Gott, beinahe. Junger Link kommt ja aus Melee, was ich nicht gespielt habe. Also... Ich habe es doch gespielt, aber ich hatte nie eine GameCube. Alle meine Freunde damals hatten immer eine GameCube und oh Gott. Immer wenn ich irgendwie die besucht habe, habe ich halt Smash Bros. Gespielt. Und da kenne ich auch die ganzen Charaktere wie Pichu und Mewtwo. Kam ja alle aus Melee vorher.
Und ja, selbe war auch mit N64 Super Smash Bros. Und in N64 und ja, habe immer bei Kollegen gespielt, bis ich eine Nintendo Wii gehabt habe, wo ich dann ja Brawl geholt habe. Super Smash Bros. Brawl. Ja, welcher davon war der echte jetzt? Ja, natürlich würde ich dann mitten in ihn eingezogen. Leute, der hier ist der echte. Oh, ich habe ihn sogar erwischt. So. Er hat immer noch diese Ultimate. Stimmt auch. Akurem. Schwester verfall ich. Also ja, ab der Nintendo Wii habe ich mehr oder weniger alle Smash Bros. Teile gespielt, weil ich hatte halt die Konsolen zu diesem Zeitpunkt. Wird auch, glaube ich, noch so weitergehen. Oh Gott, da ist 8 gegen 8, ne? 4 gegen 4, meine ich. So hätten. Ich hoffe, die ganzen Toonlinks helfen mir auch hier im Bosskampf. Das wäre episch, so 4 gegen 2. Da könnte ich mir so vorstellen, boah, mitten gegen den Bildschirm. Wenn das Spaß machen würde. Er hat sogar noch meine Bombe, glaube ich, aufgenommen. Ach. Da wollte ich auch noch sagen. Ich weiß noch nicht was. Ja, ich habe noch Majora's Mask. Das habe ich mal gespielt. So ein bisschen. Oh Gott. So, das ist eine Elfer-Trophäe. Ich dachte, ich wäre jetzt Kirby's Ultimate aus. Ich glaube Brawl. Oh, geil. Ich habe mal The Legend of Zelda Majora's Mask gespielt. Ich fand das Spiel so creepy. Ich habe es nicht weit gespielt. Ich war noch in der ersten Stadt oder irgendwie, Alter. Oder irgendwie so was. Und ja, was ich da gesehen habe, war nicht so mein Geschmack. Und ja, ich habe als Kind gespielt. Also ein Kollege von mir hatte mir mal großzügigerweise zu meinem Geburtstag seine Nintendo 64 ausgeliehen und habe natürlich da ein paar Sachen gespielt, so wie Mario Kart und so was. Ich habe dann auch mal Majora's Mask eine Chance gegeben und weiß ich nicht. Ich glaube, das hat mich so irgendwie verschreckt vor den Zelda-Spielen. Keine Ahnung. Das Spiel beginnt irgendwie und man wird irgendwie in so ein halb Mensch, halb Baum irgendwie verwandelt. Sie mal googeln, irgendwie, ich glaube, Deko Link oder so heißt er dann. Ja, das sah schon gruselig aus. Dann war man halt in so einem dunklen Wald, nachdem man aus diesem Wald rauskommt. Autsch. Wohin kommt man dann als nächstes? Man trifft dann diesen komischen Maskenhändler und der sah schon creepy genug aus. Er hat die ganze Zeit so ein Rape Grinsen irgendwie auf im Gesicht und ja, denkst du, okay, denn da war alles ziemlich gruselig und dann gehst du raus, siehst du die Stadt, dann guckst du in den Himmel und siehst einen riesigen Mond, der irgendwie so eine verstörende Fratze zieht und halt, weiß ich nicht, in ein paar Tagen dann auf die Erde knallt. Also das ist ganz schön verstörendes Zeug hier so für den kleinen Danirum im Alter von, was weiß ich, 10, irgendwie so weit, was weiß ich, wie alt ich da war. Jung jedenfalls. Und ich war ja damals so ein Schisser, ich bin immer noch so ein Schisser übrigens, aber war ganz schön, Zumutung, was du da geboten bekommen hast. Und ich glaube, das hat mich so ein bisschen abgeschreckt in so zukünftigen
Zelda-Spiel. Ja, war schon ganz schön. Ein bisschen hart. Und ja, weiß ich nicht. Oh, gerne. Ja, okay, das macht eigentlich Sinn. Oh Gott, wie soll ich denn den schon wieder erreichen? Nee, muss den da seinen blöden. Das war der erste Boss, gegen den ich hier gekämpft habe, oder? Ja, toll, die werden natürlich sehr gut helfen. Ich muss über den Oberspringen, geht da. Geht weg, ihr Typen. Aber bitte sag mir, der geht nur auf mich, ne? Mach den fertig. Leute, wie voll Bock, ey, mit so mehreren Leuten. Na super, jetzt sind sie alle weg. Was? Der Angriff war vorbei und ich wurde dann betäubt? Kann Toning irgendwie höher springen? Ich meine, ich habe doch versucht, wie ein Blöder, den mit Link hier drüber zu springen. Ja, hat nicht funktioniert. Darauf kenne ich noch, ja. So, komm mal hier, genau. Boah, jetzt komm noch mal. Boah, ich will, dass du in der Mitte bleibst. Aber wenn ich dann da wieder rein springe, dann bin ich doch viel zu nah an der Ecke wieder dran. Oh. Ja, genau, das meine ich. Ja, und daneben vorbeirollen, das funktioniert immer zur Hälfte der Zeit nicht. Also komm. Oh. So, jetzt bist du dran. Oh, erster Versuch, geil. Macht der Angriff, macht dieser Taunt eigentlich Schaden? So wie Luigis einer Taunt. Gut gemacht. Irgendwie gut herauszufinden. Ja, 7.5, ja. Kann man mit leben, glaube ich. Gut. Haben wir erledigt. Jetzt machen wir den zweiten Link, den dritten Link. Dann haben wir schon mal alle Hauptcharaktere von Zelda. Und nur noch Ganondorf irgendwann mal irgendwo reinschieben. Irgendeinen anderen Bösewicht oder was weiß ich. Unser themenbasiert sein, ne? Das hier ist hier die Link-Runde. Passt Ganondorf nicht rein. Wir haben gerade Ganon gesehen. Ja, wir haben einmal erst gegen großen Ganondorf gekämpft, dann haben wir gegen Ganon gekämpft. Keine Ahnung, ich weiß nicht wieso, aber ich habe mal so ein bisschen was über Ganondorf so in Wikipedia nachgeguckt. Und das ist irgendwie merkwürdig. Also was ich verstanden habe, Ganon ist irgendwie. Also Ganondorf ist irgendwie, gibt einmal Ganon, da ist diese Schweineform, diese Schweinegesichtsform irgendwie. Das ist irgendwie immer so eine Verwandlung von Ganondorf, glaube ich. Und ja, was ich auf Wikipedia gelesen habe, jedenfalls ist Ganondorf ist irgendwie der König oder der Herrscher von irgendeinem Volk, was nur aus weiblichen Personen, glaube ich, besteht, weil nur aus weiblichen Kriegern oder irgendwie so was. Und ja, was mir das sagt, ist, dass Ganondorf also ein riesen Harem hat. Und ja, irgendwie komisch.
Gerudo heißen die, glaube ich. Irgendwie so ein Volk, der in der Wüste lebt oder irgendwie sowas, weil ich da verstanden habe. Also jetzt die ganzen hartgesonnenen Zelda-Fans, die sagen dir natürlich jetzt schon wieder, was labert der da eigentlich? Weil so ist das, was ich verstanden habe, was ich da gelesen habe, was ich mir da so zusammengesucht habe. Und ja, jetzt kriege ich irgendwie nicht mehr aus dem Kopf, dass irgendwie Ganondorf irgendwie einen gigantischen Haare macht. Aber ich weiß ja nicht, ob das irgendwie in jedem Spiel ist oder ob das nur in einem Spiel ist. Ich glaube, Ganondorf kommt irgendwie nicht in jedem Spiel vor, so wie Link oder Zelda. Ja. Aber das ist so, das hat ich herausgefunden. Ne? So. Belohnungen. Toon Link. Gordo. Elektroball. Alraune. Na, guck mal, wie viel Geld wir hier kriegen. Ist das nicht schön? Ich weiß gar nicht, wie viel mehr wir bekommen. Wir kriegen auf jeden Fall doppelte Anzahl an Geister, ne? Glaube ich. So, Tunneling kann man erledigen. Jetzt machen wir Junger Link. Ja, grün, nett, geht schon. Ja, so wie das aussieht, werden wir aber alle Tickets hier verballert haben, wenn das so weitergeht. Ne? Ich kriege auch keine neue, oder? Wenn ich eins einsetze, harte Mandagen in Hyrule. Na, Feuer. Also noch. Oh, willst du mich? Ich wollte die eigentlich. So, jetzt nur damit ich das so richtig verstanden habe. Wir haben einmal Link. Link ist ja gut. Link ist halt ja die erwachsene Form von Link, ne? Die in den meisten Spielen vorkommt. Junger Link kam, glaube ich, in Ocarina of Time vor. Und das Spiel beginnt irgendwie mit Link, als er noch jung war, also in dieser Form. Der wird dann irgendwann erwachsen, ne? Früher habe ich irgendwie gedacht, irgendwie in jedem einzelnen Spiel ist Link erst jung und wird dann erwachsen, aber Ocarina of Time, nehme ich mal an, hat wohl irgendwie was damit zu tun, dass Link irgendwie erst erwachsen wird, ne? Ich glaube, in so Sachen wie in dem neuesten Spiel hier, Breath of the Wild, Twilight Princess und also was, von was ich alles irgendwie mal so schon, weiß ich nicht, so Let's Plays so ein bisschen reingeschnuppert habe, weil ich weiß, ich werde diese Spiele nie spielen, dann gucke ich mir die lieber irgendwie bei jemand anderen an. Und ich weiß nicht. Boah, leck mich ab. Ich habe nur so begrenzte Informationen zu allen Spielen, so ein ganz kleines bisschen. Also ich weiß zum Beispiel, bei Majora's Mask kannst du irgendwie die Form wechseln, indem du irgendwie verschiedene Masken aufsetzt. Ocarina of Time muss halt Ocarina spielen, kannst du irgendwie Zeit manipulieren, glaube ich. Ich glaube, das kannst du auch in Majora's Mask, ne? Weil er diesen Mond aufhalten muss, der irgendwie auf die Erde knallt. Twilight Princess ist, glaube ich, er wird am Anfang des Spiels irgendwie in Wolf verwandelt oder so. Also ein Spiel, wo Midna herkommt, hier diese eine Assist Trophy, die einen mit ihren Haaren einfängt, wegschleudert. Dann ist hier noch Skyward Sword, da habe ich mir auch so ein bisschen was geguckt. Ist halt, da gibt es irgendwie so Himmelsinseln oder irgendwie so was, spielt im Himmel irgendwie so was, keine Ahnung. Ich habe begrenztes Wissen von vielen Dingen. Ja, da bist du ja Frank, der Human
Frank the Human Boy. How do you almost know my name? Ich habe ein begrenztes Wissen von vielen Sachen. Ja, weiß jemand von wo er ist? Oh, der Mond. Mysterious as the dark side of the moon. Sehr gut. Ja, schön. Falls ihr übrigens überhaupt keine Ahnung gehabt habt, von was ich geredet habe, als ich gesagt habe, wenn man den Mond aufhalten muss, dann auf die Erde knallte. Ja, das war der, das war dieser Mond. Da ist dieser Mond, den man irgendwie sieht, sobald man irgendwie zum ersten Mal in diese Stadt hier landet, in Majora's Mask, und man guckt nach oben, dann sieht man dieses Teil halt, der auf einen runterstarrt und das sich ganz, ganz langsam irgendwie auf einen zubewegt. Ich glaube, man hat irgendwie so 3 Tage Zeit oder so. Und das ist natürlich nicht in Echtzeit oder so, aber ich weiß nicht, boah. Also 3 Tage sind so ein paar Stunden alt, ich glaube so, was weiß ich. Wenn er so wortwörtlich irgendwie so, keine Ahnung, ein paar Stunden, 3-4 Stunden oder so wartet, dann kommt der Mond irgendwann auf die Erde geknallt und das Game Over. Zelda Main, Link Main. Hat verdammt, der hat es noch hier reingeschafft. So, jetzt kriege ich dich genauso, wie du mich gerade gekillt hast. Mann. Ah. Der junge Link ist auch nicht schlecht. Und das ist der echte Link. Link aus Pennsylvania. Du Idiot. Oh, der hat auch eine Kette. Wo ist deine Kette, Link? Stehst du etwa nicht auf Kettenspiele? Oh, ist da wieder der Mond. Dieser Pisser, ey. Oh. Geh weg. Oh. Mysterious as the dark side of the moon. Ich singe das übrigens auf Englisch, weil ich die deutsche Version nicht auswendig kenne. Ich glaube irgendwie Mysterious so gleich wie der Mond. Mitten. Als mir hat Twilight Princess Let's Play angesehen habe, Let's Play hat immer mit einer, immer wenn mit einer irgendwie gesprochen hat, hat er irgendwie so geredet, so irgendwie so ein Goblin ist oder irgendwie so was. Ja, immer so gesagt, mit einer. Ja, falls euch wundert, wo der Song herkommt, The Moon, Mulan. Wie heißt er wieder mal? Ich mache einen Mann aus dir, oder jeder hier wird zum Mann, irgendwie so was, oder sei ein Mann. Ich glaube, sei ein Mann ist richtig, ja. Die deutsche Version, nicht ich habe da die ganze Zeit nur in Englisch gesungen, weil ich die deutsche Version nicht auswendig kann. Ich weiß, es endet mit so gleich wie der Mond. Dreck. Mysterious, so gleich so wie der Mond. Geheimnisvoll. Geheimnisvoll, so gleich so wie der Mond. Okay, muss ich mir merken. Und schon wieder kennen. Also wenn ich nächstes Mal diesen Mond beschwöre, dann auf Deutsch, hoffentlich. Oh Gott. Boah. Jetzt muss ich den ganz allein schwächen.
Das ist so nervig, ne? War sehr gut. Für den gesehen. Oh Gott. Ja, hab ich kommen gesehen. Ah, komm schon. Ich hatte nur 41 und er lief so gut die ganze Zeit. Boah, Bullcrap. Das bringt's nicht. Super. Als ich gucke schon wieder irgendwie auf so 6 Punkt irgendwas rum, ne? Am Ende. Boah, Junge. Oh, ehrlich. Ist eigentlich nicht mal so schwer, an denen vorbeizukommen. So. Jetzt machen wir eine Milch. Das war schlecht. Seine Kill hätte jetzt nicht sein müssen, finde ich. Also, na Gott, das heißt, je niedriger der Rang natürlich ist, desto weniger Belohnung kriegen wir, nehme ich an. Ich habe immer noch keinen Level 3 Geist hier bekommen in letzter Zeit. Nur einmal, glaube ich. Und das war, ich habe schon wieder vergessen, welche Charaktere ich davor hatte. Wieder Pichu. Mit Pichu hatte ich irgendwie, weiß ich nicht, 7 Punkt oder 8.9 hatte ich, ne? Ja, also ich muss schon einen guten Rang erreichen, wenn ich meine Tickets hier benutze. Natürlich, wenn ich meine Tickets benutze, kriege ich natürlich, sorry, einen echt beschissenen Rang. Na, wer hat früher auch noch gedacht, hat Zelda irgendwie der Name von dem Hauptcharakter ist. Ja, so den Leuten. Wer war, wo ich wirklich gar nichts über Legend of Zelda gewusst habe. Ja, irgendwie Zelda hat da immer so eine kleine Nebenrolle eigentlich nur, ne? Mein Link macht doch hier die ganze Arbeit. Warum ist er dann die Legend of Zelda? Der macht doch hier die ganzen Legenden. Der ist doch hier die Definition eines Helden, ne? The Legend of Link. Ja, ich nehme an, Zelda klingt besser. Nicht Robin Williams irgendwie seine Tochter Zelda genannt, ja, ne? Und zwar wegen der Legend of Zelda, weil bei der und glaube ich den seine Tochter beide, nee, geht er nicht, Tochter kann er nicht ein Fan gewesen sein, hat sich dann so benannt, wurde geboren mit dem Namen. Da klingt immer noch besser als Dovahkiin. Aber irgendwie ein Kind, weil ich bin fester die Macher von Skyrim, und Skyrim kommt ja auch der Dovahkiin vor, also Drachenblut, und irgendwie die haben irgendwie eine, die wollten irgendwie, dass irgendjemand da draußen sein Kind Dovahkiin nennt, und ja, wer das macht, der bekommt auf Lebensdauer irgendwie die Spiele von Bethesda. Das irgendwie muss eine sehr harte Schulzeit sein. Da war schon Lee. Ja, den hatte ich schon. Ist mir auf den Arm nehmen. Der Revolver Ocelot. So, ich krieg nicht
meine 3 Sterne Dinger. Aber ist eigentlich egal, ob ich gekauft genügend Geld oder GP oder also was. So 15.000 habe ich immer noch nicht mal annähernd. Baumeister Mario. Cool. Wer ist denn er? Loki. Der Sohn von Thor. Nee. Doch. Nee, nicht Thor. Keine Ahnung. Schlange, ja. Der Sohn von irgendeinem Gott. Ich glaube, Thor war doch irgendwie der Bruder von Loki, oder? Weiß nicht. Keine Ahnung, egal. Jedenfalls, wir machen in der nächsten Folge weiter mit Abenteuer. Und ja, ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst doch mal bitte ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Seid mal nicht so knausrig. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüssikowski. What a box.